habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Hast du eine bessere Idee? Hab ich. Eine Domain namens Pleasures of Night City. Gibt einen Ableger davon im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Da. Nutz deine Fantasie. Versuche ich ja. Aber ich habe trotzdem keinen Schimmer. Das hilft auf jeden Fall. Hast du was gefunden? Womit kann ich dienen? Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Was hast du? Virtus. Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einem Feinschmecker zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Ich bin kein Feinschmecker, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen und von mir aus analysieren. Wo hast du die Aufnahmen her? Die Leute, die sie machen? Besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich?
War mir ein Vergnügen. Wir haben was total Witziges gesehen. So ein paar Kids mit gefälschten Ausweisen wollten sich voll cool und... Steig ein! Ich hab ihnen gesagt, sie sollen sich verpissen. Hab nicht aufgegeben. Sind hinten durchs Toilettenfenster reingeklettert. Die waren wohl echt notgeil. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, hier die Tiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen soll. Editiermodus ist bereit. Sieh dich in aller Ruhe um. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Vor kurzem bestellt. Electric Corp-Logo auf den Overalls. Na, Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Bucket-Slice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Backeslice, was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Okay, auf geht's. Dann mal los. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmotten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang.
Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Roll den Scheiß von der Straße! Hast du selber... Hier rumzuschleichen. Da.
Nein, nicht! Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten Sie sie fest. Dieses Hemd, das kenne ich. Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Ich knipp dir die Lichter auf. Oh, Scheiße. Sag mal, sag! Das kann doch Ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da. Ich reiß dich in Stücke! Ich hasse diesen Ort.
weil uns keiner überwacht und wir jeden Tag chillen können. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen drehen müssen. Ja, das ist echt schön. Lasst euch zusammen! Voll in die Fresse! Oh. А ну вылазь! Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Die ist eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Evelyn, fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir.